Stock, wenn wir ein Runterziehen ausüben, so sehen die sofort Gift nach. Jetzt muss ich hier unsere Boomsling schon wieder füttern, weil die hat Aber das er legt schon. ja noch die Schwänzchen Ja, ab. aber Du frisst schon die die Nägel. ist. Oh, jetzt hat sie einen Bambusstock gefressen. Ja, sie ist ein bisschen Die ist ein bisschen, blind. ja. Deswegen, die müssen wir immer gleich nachfüttern, weil die geht sofort nach oben und probiert dann der Mamba praktisch das Futter abzunehmen. Was macht denn jetzt die andere da oben? Die hat jetzt irgendwie das gefangen und weiß nicht so recht, was sie damit anstellen soll. Die ist Sieht jetzt man nach das mit der oben Kamera? gegangen. Ich probiere es aber nochmal, weil es manchmal brauchen die einen Moment, bis sie ans Futter gehen. Wenn Oh, ich jetzt bewege. Jetzt passt. Naja, das macht nichts. Aber ich bin fasziniert. Ja, heute stellt sich ein Vielleicht ist bisschen sie auf zögerlich Diät. an. Sehr ja, gut, die werden ja bei uns relativ regelmäßig gefüttert, ja. Und dadurch ist es eigentlich schon normal, dass manche Tiere einfach mal aussetzen, ja. Wie ist es denn? Man sieht es ja jetzt bei dieser Boomslang ganz gut, wie die, also sie hat sich ja wirklich perfekt drapiert für uns. Wie kriegt die diese Maus da in den Körper rein? Über Spannung, über die Muskeln? Wie läuft das denn ab? Ja, durch Kaubewegungen. Ja. Die schiebt die praktisch die Zahnreihen nach hinten, ja. Wenn die dann praktisch im Rachenbereich angekommen ist, im Hals, dann schlängelt die praktisch hin und her und durch Muskelkontraktion werden die Mäuse praktisch dann nach hinten befördert in den Verdauungstrakt. Das sieht man auch gleich ganz gut sehen. Man sieht ja die andere Maus, die wandert ja schon weiter Genau. hinten, da ist es auch schon ein bisschen dicker und die zieht die jetzt dann praktisch nach hinten. Und die andere oben fängt jetzt auch dann nicht Das mehr auf dauert einen dem Moment, weil Dünnen. für sie halt das Futtertier jetzt relativ groß ist. Die braucht halt ein bisschen länger zum Fressen jetzt. Aber gut, dann hat sie uns das ja schon gut dargestellt. Und ich denke, den Rest Maus schafft sie auch noch. Da sieht man es jetzt schön, wie sie hin und her kaut, ja, und die Maus immer weiter nach hinten schiebt. Man sieht sogar so ein bisschen die Zähne Und das neben, ne? genau, was man Die. sieht, das sind jetzt praktisch die Giftzähne. Die sitzen ziemlich weit hinten. Das hat man sogar einen Zahn, glaube ich, Ja. gesehen. Das sitzt praktisch unterhalb vom Auge. Die sitzen aber sehr weit hinten. Bei den Mambas sitzen die Zähne ziemlich weit vorne am Kiefer. Wow. Das ist faszinierend. Also ich hoffe, wir schrecken jetzt keine Mäuseliebhaber ab, aber das gehört dazu. Das ist die Natur. Dann machen wir besser wieder zu. Ja, kann man machen, ja. Wenn die anderen auch so weit glücklich sind und sich jetzt nicht um die Restmäuse schlagen. Nein, nein. Faszinierend. So, die Mäuschen, die sind jetzt langsam verspeist. Ja. Wir haben aber noch was ganz Besonderes für Sie. Die Fütterung hatten wir schon. Und solange ich noch beide Herren hier habe, denn für die Aktion, die wir jetzt machen, braucht es auch besser zwei. Wir gehen mal eins weiter. Es geht nämlich darum, dass jetzt eine Schlange gemolken wird. Und zwar diese hier. Jawohl. Ganz kurz vielleicht, bevor Sie loslegen, die Schlangen, die sind auch schon ganz aufgeregt, höre ich. Für was ist denn das Melken? Also Sie haben ja auch so einen Forschungshintergrund, sag ich mal. Genau, ja. Also wir stellen Wissenschaftlern Gift- und Blutproben unserer Tiere kostenfrei zur Verfügung. Und wir haben immer wieder mal Anfragen für bestimmte Forschungszwecke. Kommen die Leute auch hierher mit dem Equipment und dann nehmen wir hier zusammen Proben ab. Für was wird es dann verwendet, das Gift? Also für was nutzen die Ja gut, bei Forscher das? bestimmten Arten ist die Giftzusammensetzung interessant. Was enthält das Gift? Bei Blutproben geht es dann meistens um ganz einfach genetische Hintergründe zu erforschen. Ja. Und das Gift, das kann ja dann durchaus auch hilfreich sein für Ja, Medikamente. sicher, natürlich. Ja. Werden ja heute oftmals in Medikamenten Gifte eingesetzt, also Bestandteile von Giften. Und von daher ist das schon eine wichtige Arbeit eigentlich. Ja. Okay. Also tun wir jetzt da auch was Gutes und der Schlange, der macht das jetzt nichts aus, was Nein, passiert. nein, nein. Gut, dann legen Sie Okay. los. Ich Ja, halte mich im okay. Hintergrund und Sie sollen ganz konzentriert an die Arbeit gehen. Machen wir. So, ich muss erstmal ein Tier nach vorne holen, weil die jetzt gerade im Moment etwas schlecht liegen, um die jetzt mit der Schlinge direkt zu fixieren.